So, jetzt sind wir in Johann Kröff Stadion und da haben wir einen Parkplatz, ein Riesending. Da gab es auch Ladestationen, aber wahrscheinlich muss man eine App runterladen und da habe ich jetzt keine Lust dazu gehabt. Und jetzt suchen wir erstmal die S-Bahn, U-Bahn, was auch immer und dann fahren wir dann nach Amsterdam rein. So, jetzt stehen wir hier mal ziemlich leeren Platz. Und suchen, wir suchen immer, der ganze Urlaub ist eine einzige Sucherei irgendwie. Aber da ist wohl die Arena. Schon imposant. Aber imposanter wäre jetzt eine U-Bahn. Ich glaube, wir haben es gefunden. Also, die können ja viel, die Holländer. Auch beschriften können sie nicht. Also, es ist so schwer zu finden. Und der beschriften, aber der Kai hat Gott sei Dank so einen Blocker gefunden. Der beschrieben hat, wie man da hinkommt. Deshalb wissen wir, dass Linie 54 ist. Aber ohne das stehst du da und hast keine Ahnung, wo du hin musst. Erst wenn du auf dem Bahndamm bist, sieht man, dass es hier Richtung Central Station geht. Vorher keine Chance. Der Bahnhof sieht aber auch ganz schön imposant aus. Ja? Richtig alt. Ja. Naja, da unten gibt es so Schiffe, Ausflugsschiffe. Ich denke mal, da nehmen wir uns eines. Er sagte gerade zu uns ja, aber erstmal geschlossen halten. Weil er sauber macht. Ja. And enjoy the cruise. Kaufhäuser. The ground in Amsterdam, a mix of peat, sand, and soil, is very soft. Because of this, buildings were generally designed in meters, that's 45 feet, into the ground. But if these piles were exposed to the air, they began to rot. Wir sind jetzt doch wieder zurückgefahren mit der S-Bahn und der Metro zum Stadion, sind jetzt mit dem Auto reingefahren in die City und da einen Parkplatz zu kriegen ist nämlich gar nicht so schwierig, wie man immer gesagt hat, weil hier hinter mir seht ihr, ist eine Ladestation,